Leute, und willkommen zurück zu COD Modern Warfare 3. Es gibt gerade ein Free Weekend für das ME3, also COD Modern Warfare 3. Und da wollte ich mal reinschauen. Also es gibt Multiplayer, Rustman, Moship, also ganz normal, War Mode, Ground War, und es gibt noch den Zombie-Modus. Ich weiß nicht, oder? Ah, den muss ich noch installieren. Aber auf jeden Fall, das kann man auch noch spielen. Aber ich werde den Zombie-Modus wahrscheinlich erst morgen mit euch spielen. Aber ich wollte jetzt mit euch ein bisschen den Multiplayer spielen, weil das neue Movement, das würde ich gerne mal mitnehmen. Und ja, wir spielen... Ach, willst du mich verarschen? Okay, Leute. Ich muss wieder irgendwas installieren. Also bis gleich. Dann morgen. Morgen. Ganz sicher. So, Leute, da bin ich endlich nach 2 Stunden. Hab's mir jetzt alles installiert. Und wir können gleich starten, wenn meine Shader-Optimierung fertig ist. Aber das werde ich natürlich rausschneiden. Übrigens, ich bin schon Level 55 geworden, hab alles durchgesichtet. Und deswegen bin ich schon in Level 55, weil ich Warzone ja durchgespielt habe, sozusagen. Ja, wir werden uns gleich sehen in normalen Multiplayer. Da werden wir dann auch noch über ein paar Sachen reden. Gut, da sind wir endlich in eine Runde und direkt Paketburst. Nee. Ja, wie gesagt, Free Weekend. Jetzt läuft das gerade vom 14. bis 18. Und ich freue mich natürlich, weil ich jetzt ziemlich viel leveln kann mit den Waffen. Ja. Ach, geil, ich bin direkt tot. Ja, ich werde nämlich krasse SPM-Lobbys bekommen, wo alle Leute Level 55 sind. Das wird spaßig. Aber ich mag trotzdem das neue Movement. Ja, ich kling ein bisschen kaputt, aber ich bin halt nur ein bisschen krank, weil ich war am Montag ziemlich am Arsch. Aber jetzt geht's mir so leicht besser. Naja, ich will jetzt nicht so viel über das Spiel reden, weil ich glaube, ihr habt jetzt schon so viel wie möglich über die ganzen Sachen gehört. Ich wollte über meinen Kanal jetzt reden, und zwar wird jetzt ein bisschen weniger Content kommen, weil ich nämlich noch sehr viel mit dem Best-of beschäftigt bin. Oh, da oben gerade einer? Okay, jetzt hat mich gerade verwirrt. Auf jeden Fall mache ich mich gerade auf dem Weg, das Best-of zu machen. Ich habe es ja noch nicht angefangen, aber habe schon mal die Musik ausgewählt, die ich dafür benutze. Ja, bin mal gespannt, wie lange ich dafür brauche. Ich hoffe, ich schaffe es noch bis zum 31. Also, das glaube ich schon. Ja, und dann wird es dann ab 31. um 12 Uhr gepostet. Oh, scheiße. Ich bin viel zu schnell hier. Also, ihr merkt, ich bin komplett scheiße. Also, ich finde, wir haben nun zwar noch nicht alle ME2-Waffen, die neu gemacht wurden, gesehen. Aber hier schon mal High-Rise. Ich weiß, die haben wir ja schon in der Beta gesehen. Ist aber auch echt geil. Na gut, ich werde jetzt erstmal... Lol. Weil man sieht das da unten richtig. Man hat eine Lebensanzeige. Seit wann hat man eine Lebensanzeige? Boah, das war ein geiler Kill. Meine Playlist ist halt einfach nur, ich krieg einen Kill oder zwei und danach sterbe ich wieder. Und das dann im laufenden Bande. Alter. Wenn wir hier schon am Spielen sind und eigentlich nur über mein Leben reden, kann ich ja mal über meinen heutigen Tag reden. Ich war nämlich heute, ja, bei so einer Veranstaltung, und zwar die Lausitzer Rundschau. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auf jeden Fall ist die halt in der Lausitz aktiv. Und da waren wir mal zu Besuch, um zu gucken, was da alles so abgeht. Die haben uns natürlich sehr viele Präsentationen gehalten, zum Beispiel über Fake News.
dann halt irgendwie die ihre Sachen da gestalten und so eine komische Website und was weiß ich da. Ja, und dann haben sie noch uns ihre Druckfirma da gezeigt, weil die druckt natürlich super viel Zeitung, aber die ist halt ziemlich hässlich. Ich war zwar nicht so begeistert, weil ich bin kein Fan von der Lausitzer Rundschau, weil sie mit pompösen Berichten ein bisschen übertreiben und Leuten jetzt auch nicht wirklich damit helfen. Sie sind ein bisschen wie die Bild, aber zum Glück nicht so krass. Junge, was war das schon wieder? Aber sie sind so drei Level unter denen. Ich habe doch eine Semtex ausgewählt. Warum wirft er jetzt eine Granate? Egal. Ja, das war eigentlich alles, was wir da gesehen haben. Mehr war das wirklich nichts. Und morgen muss ich leider zum Theater. Geil. Nein. Okay, Leute. Weil mir das jetzt hier langweilig wird, springen wir jetzt High-Rise und wir sehen uns dann gleich in der anderen. So, da sind wir back. Diesmal in Terminal. Boah, diese Szene mag ich immer noch, weil das natürlich an die No-Russian-Mission aus MW2 erinnert. Rangers. Let's go. Hä, hey, spielen wir jetzt Cutthroat oder was? Nee. Okay. Ganz komisch. Hier gibt es übrigens auch so Out-of-Bounds-Glitches. Ich weiß nicht mehr, ob die existieren. Und zwar gehst du hier so drauf und dann hier und dann bist du halt Out-of-Bounds. Aber nee, wir wollen jetzt ganz normal Terminal spielen. Genau deswegen. Ich hasse solche SBM-Lobbys. Du musst so hart schwitzen. Ach, Junge. Es tut so in der Brust weh. Wir haben es 21.37 Uhr und ich muss hier wieder durchschwitzen. Nur, um euch zu zeigen, ja, wie der Multiplayer ist. Aber ich glaube, das ist mein einziges Video über den Multiplayer, weil der Multiplayer ist halt nichts Neues mehr. Ja, okay, ein bisschen Movement. So, aber SPMM macht halt wirklich Multiplayer kaputt. Muss ich ehrlich sagen. Ich werde es natürlich privat spielen, um zu leveln. Aber komplett bewusst werde ich das nicht spielen. Das kann ich euch sagen. Es ist immer noch das Gleiche. Aber ich habe zumindest ein UEFI. Ich gebe die Rückendeckung. Guck, von einer Seite, von einer Seite. Alter. Ich liebe es. Einfach irgendwie reinsprayen und Granate werfen. Guck, 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 guck. Es muss immer sowas passieren. Oh mein Gott, ich bin jetzt so am Konzentrieren. Okay, nächste. SCE freigeschaltet. Nein! Airspace to Crowd. Ach Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Mach doch bitte! Danke. Zack, zack. Zack. Kann ich hier rüberspringen? Oh, gleich gibt's Precision Airstrike. Und ich habe keinen Kill gemacht. Willst du mich verarschen? Ach, come on, Alter. Das ist so zu Tonne zum Werfen. Ich bin so froh, dass ich dann nicht mehr den Multiplayer für euch aufnehmen muss. Das klingt irgendwie gemein zu euch, aber es fühlt sich alles so ekelhaft an. Boah. SPM ist einfach eine schwule Sau. Sorry für die Ausdrücke. Wirklich sorry. Aber es kickt einfach rein. Und zwar ekelhaft. Oh, Alter. Hier beim Multiplayer war Free Try, also Free Weekend. Ja, falls es auch gerne spielen wollte. Es gibt ja gerade kostenlose Wochenende. Ja, Multiplayer ist zwar cool, aber wegen SPM macht es halt alles kaputt. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht noch beim Zombie-Modus. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal haut rein. Ciao, ciao.